Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Taken Crypto. Eure Fragen, meine Antworten. Wir haben hier ein paar Preisprognosen mit drin. Meiner Meinung nach gute Kaufbereiche zu einigen Kryptowährungen. Und das FAQ kommt ja normalerweise immer am Sonntag. Ich war jetzt im Urlaub, konnte deswegen da auch überhaupt keine Videos produzieren. Deswegen würde ich mal sagen, wir holen das einfach mal nach. Zum Montag sollte auch gar kein Problem sein. Bin auch gerade erst angekommen, habe sofort die Fragen vorbereitet. Ich würde mal sagen, wenn dir das gefällt, seid mir gerne den Support mit einem Like immer sehr, sehr gern gesehen. Dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten direkt rein in die erste Folie. Und da sind wir jetzt schon bei FAQ Nummer 28. Und im vorletzten Video haben wir Near Protocol vorgestellt. Passend zu den 5000 Abonnenten haben wir das als Special geplant und veröffentlicht. Und in dem Video meinte ich ebenfalls, hey, welche Kryptowährung wollt ihr als nächstes sehen? Und die drei Kryptowährungen wurden somit am meisten genannt. Near hätten wir abgehakt, dann hätten wir eben noch EGLD oder eben Nervous Network. Wie wir sehen, ihr könnt da gerne abstimmen in den Kommentaren. Entweder CKB oder Elrond. Ich weiß noch nicht, ob ich den Gewinner hier als 6000 Abo-Special planen sollte oder ob ich das schon vorher bringen sollte. Natürlich auch je nachdem, wie es passt. Aber hier wollte ich auf jeden Fall das Update geben. Also gerne entweder Hashtag CKB oder Hashtag Multiverse X bzw. EGLD. Und auch gerne die Kommentare abvoten, das, was du eher sehen möchtest. Ansonsten würde ich mal sagen, wir bleiben bei CKB. Und zwar wurde hier die Frage gestellt von Swiss Crypto Mafia. Meinst du, CKB kann ungefähr 5 bis 10 US-Dollar Cent erreichen? Ich finde das Projekt ziemlich gut und der Preis ist ebenfalls recht gut. Und da meinte ich, okay, können wir uns einfach FAQ mit reinnehmen. Ich denke mal, das ist auch nicht an euch vorbeigegangen. Der Bitcoin ist recht stark korrigiert. Konnte die 30.000 eine Weile halten, aber wurde eben rejected. Wir sind jetzt auf 27.000 US-Dollar. Ethereum zweistellig unten. Jede andere Kryptowährung, jeder andere Altcoin hier so gut wie zweistellig unten. Und wenn wir uns das mal anschauen, Nervous Network, gerade auf Rang 245, diese Kryptowährung ist sehr stark abgefallen. Wenn wir hier bei CoinGecko etwas weiter runtergehen, innerhalb von 7 Tagen minus 20%, das ist krass. Innerhalb von 14 Tagen ungefähr 10%. Innerhalb von 30 Tagen kannst du 30% nach unten. Das führt uns 91% weg vom All-Time-High, was eine ordentliche Summe ist. Und was ich eben krass finde, ist, dass besonders innerhalb von einem Monat minus 30% angezeigt sind. Das ist heftig. Wobei wir sagen müssen, im Dezember war diese Kryptowährung noch mal ein Stück günstiger, so gut wie jeder Altcoin. Aber wenn wir uns das mal anschauen, die Market Cap nur auf 127 Millionen. Das ist nicht hoch. Wenn wir jetzt schauen, sind 5 bis 10 Cent realistisch, könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, natürlich ist das realistisch. Bei 5 Cent wäre roundabout ein 15x und bei 10 Cent dann eben ein 30 bzw. ein 33x. Aber da kommt dann auch der Total Supply zum Tragen. Wir wollen ja in 1 bis 2 Jahren unsere Kryptowährung verkaufen mit einem guten Profit, steuerfrei. Und da müssen wir uns auch ein bisschen mit den Tokenomics auseinandersetzen. Und hier fällt auf, dass CKB sehr, sehr, sehr stark inflationär ist. Also wirklich, wirklich stark inflationär. Wenn wir hier auf den blauen Graphen gucken, ungefähr 2025, dann sehen wir, das ist die zirkulierende Umlaufmenge und die wird dann über 50 Milliarden sein. Selbst 2024 haben wir die 50 Milliarden schon erreicht. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass wir jetzt gerade ungefähr 33 Milliarden in der zirkulierenden Umlaufmenge haben, diese Kryptowährung ist hochinflationär. Und genau deswegen sollte man sich hier nicht so krass vom Preis her täuschen. Ja, die Kryptowährung ist gut eingebunden, beziehungsweise der Token generell. Das heißt, wenn wir es grob überschlagen, bräuchten wir hier nicht ein 50 bis 30x, sondern eher so ein 25 bis 50x, um diese Preisbereiche zu erreichen, von der Market Cap her. Und das können wir ebenfalls auch nochmal grob überschlagen. Market Cap 127, wir rechnen mal mit 130 mal 50. So, und 130 Millionen mal die 50, die wir eben brauchen, um das Kursziel zu erreichen, würden uns zu 65 Milliarden Market Cap führen, was möglich ist, aber schon etwas hoch ist. Wobei wir hier auch sagen müssen, okay, das bezieht jetzt das Burning gar nicht mit ein. Wenn ihr da mal ein detailliertes Video dazu haben möchtet, ja, vielleicht auch wirklich die Nervous Network Vorstellung vorzieht vor EGLD, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Aber das ist eben das Worst-Worst-Case-Szenario. Ansonsten bräuchten wir eben ungefähr 30 Milliarden Market Cap von CKB, wenn man jetzt den Burn nicht mit einberechnet, um eben auf die 5 Cent zu kommen. Und das Einzige, was ich jetzt hier zum Burning auf die Schnelle finden kann, ist eben, dass 25% im Genesis-Block verbrannt wurden, also geburnt wurden. Und das bedeutet eben, dass diese niemals in die Umlaufmenge kommen werden. Aber ein Fazit zu der Kryptowährung, sie ist wirklich interessant, hat Potenzial. Hier lohnt es sich womöglich auch ein Deep Dive zu machen. Aber besonders vom Preislichen her
muss man sich ja meiner Meinung nach auch der Inflation bewusst sein. Wenn du dir diesem Risiko bewusst bist, diese Kryptowährung aber dennoch interessant findest, dann kannst du die Kryptowährung natürlich hier auf Maxi kaufen. Und wenn du mich unterstützen möchtest und lebenslang Gebühren sparen möchtest, auch gerne unten in der Videobeschreibung, da findest du einen Link dazu. Ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage und die fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar, im Bullrun wollen wir die Kryptowährung ja verkaufen. Im Bärenmarkt ist es gerade so, dass wir die Kryptowährung auf den Börsen kaufen und sobald wir die Möglichkeit haben, eigentlich irgendwo auf einer Cold Wallet sichern, womöglich auf dem Ledger, wenn es das zulässt. Und da ist dann die Frage, gut, wo verkaufen wir denn im Bullrun dann die Coins? Wo kann man sich das Geld am besten auszahlen lassen? Da würde ich persönlich sagen, gut, am besten irgendwo, wo Ein- und Auszahlungen günstig sind. Ich persönlich würde jetzt mal auf die Schnelle Binance sagen. Aber ich sag mal so, damit können wir uns auch auseinandersetzen, wenn die Zeit dann wirklich reif ist. Denn jetzt gerade ist das Thema ja noch gar nicht so wichtig. Das Wichtige für uns ist, die Kryptowährung zu kaufen und zu akkumulieren. Hoffentlich auch zu einem guten und günstigen Zeitpunkt, unsere Bestände voll zu machen. Und diese dann sicher zu verwahren und im Bullrun, dann kann man sich mit den gesamten anderen Sachen auseinandersetzen. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage und fokussieren uns drauf, was sind denn gute Einstiegspreise zu Alchemy Pay beispielsweise. Die Kryptowährung beobachte ich schon sehr, sehr lange und kann deswegen eigentlich auch ganz gut von meinem eigenen Gefühl her sagen, das wäre für mich ein guter Einstiegspunkt, beziehungsweise ab diesem Preisbereich könnte ich sagen, hey, hier akkumuliere ich noch weiter. Und dazu gehen wir mal auf meine Watchlist, scrollen hier etwas weiter runter und wir sehen Alchemy Pay beispielsweise jetzt 13% im Minus innerhalb der letzten 7 Tage. Wobei das eigentlich gar nicht mal so viel ist, weil viele weitere Kryptowährungen stärker abgestraft wurden. Und Alchemy Pay hält sich ja meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr stark. Wir sind auf 3 US-Dollar Cent, was schon mal deutlich besser ist als die fast 5 US-Dollar Cent beziehungsweise die 4 US-Dollar Cent, wo wir schon uns eine Weile befunden haben. Und wir sind hier auf einer Market Cap von ungefähr 170 Millionen. Und gegeben der Tatsache, dass wir bei Alchemy Pay ja Stück für Stück alles abarbeiten, die gesamte Roadmap weiter vorangeht, jeder Schritt erfüllt wird und wir unglaublich viele neue Partner an Land ziehen, somit eben das Fundament bilden und die Kryptowährung nicht so stark abgestraft wird, würde ich persönlich sagen, okay, ab einem Preisbereich von, sagen wir mal, 2,5 US-Dollar Cent, da würde ich persönlich sagen, hey, das ist ein starker Einstiegspreis. Ansonsten ist jetzt auch noch okay. Aber diejenigen, die geduldig sind, da würde ich persönlich sagen, 2,5 US-Dollar Cent, das ist meiner Meinung nach ein guter Preis. 2 US-Dollar Cent natürlich noch besser. 1,5 US-Dollar Cent würde ich persönlich sagen, da kann man blindlings rein investieren, zumindest aus meiner Ansicht. Natürlich solltest du da auch eigene Research machen und das auch begründen können. Aber somit wäre das der Stand der Dinge bei Alchemy Pay. Diese Kryptowährung ist, by the way, auf Binance sowohl, aber auch auf Maxi zu kaufen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage und bleiben bei Alchemy Pay und zwar von Tupac, sein Vater, Alchemy Pay oder MNW. Ich persönlich würde sagen, okay, da gibt es eigentlich keinen wirklichen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Kryptowährungen. Ich finde auch persönlich beide sehr stark. Wenn wir jetzt danach gehen, welche Kryptowährung ich im Portfolio habe, gut, dann hätte Alchemy Pay gewonnen, denn ich habe MNW nicht in meinem Portfolio. Meiner Meinung nach wird diese Kryptowährung immer und immer interessanter. Wir haben hier wirklich starke Fundamentals. Wir haben eine Market Cap von 72 Millionen US-Dollar. Wir sind auf einem Preis von 1,54 Dollar und wir sind 17% abgestraft worden innerhalb der letzten 7 Tage. Das sieht für mich schon mal stark aus. Und wir müssen uns vorstellen, wenn eine Kryptowährung noch nicht so einen starken Run hingelegt hat, beziehungsweise sich in niedrigen Rängen befindet, beziehungsweise eine niedrige Market Cap hat, dann ist oftmals noch nicht so viel in der zirkulierenden Umlaufmenge. Wenn wir uns das mal anschauen, hier ist 99% drin. Das finde ich unglaublich stark. Und dazu auch noch recht wenig in der Zirkulation, 47 Millionen. Da kann man persönlich eigentlich nicht meckern. Am Ende kommt das hier stark auf die persönliche Präferenz drauf an. Und ich würde auch sagen, MNW würde ich mir gerne zu meinem Portfolio hinzufügen. Ich habe aber auch noch einige weitere Kryptowährungen, die ich persönlich stark finde und die ich erstmal fertig machen möchte. Und wenn MNW dann immer noch bei Preisbereichen liegt, wo ich sage, hey, das ist meiner Meinung nach ein guter Einstieg, dann würde ich mir die Kryptowährung auf jeden Fall auch mit in mein Portfolio mit reinholen. Und jetzt kommen wir hier zur letzten Frage und zwar abschließend natürlich wieder Cointracking. Und zwar kam die Frage von Max B. Wie trage ich das beispielsweise manuell ein, wenn ich 10 Cardano gekauft habe und 5 davon ins Staking gebe? Da kann man den Trader bei Gruppe Staking hinschreiben, aber zählt das dann für die 10? Wie mache ich das? Wie muss man da vorgehen, wenn man nur 5 gewertet haben möchte? Und deswegen gehen wir hier mal in den Test-Account mit rein. Cointracking.
So sollte es ungefähr bei dir aussehen, wenn du auf der Seite drauf bist. Wenn du die Kryptowährung manuell eintragen möchtest, gehst du hier oben auf Coins eintragen, manueller Eintrag. Und normalerweise sollte eigentlich ja alles per API-Anbindung möglich sein. Wir tun jetzt einfach mal so, dass wir hier einen Trade gemacht haben. Wir haben ADA gekauft, also Cardano, und zwar die 10 Stück. Und als Verkauf sagen wir einfach mal, wir haben USDT, also den Tethercoin gehabt, gehen hier auf die Anzahl, schreiben jetzt einfach mal 30 hin, okay, also zu All-Time-High-Preisen. Börse schreiben wir hier einfach das, was wir haben, nennen wir mal Maxi jetzt. Und somit haben wir die Transaktion bzw. den Trade erfasst. Hier natürlich noch das Datum der Transaktion sollte man ordnungsgemäß hinschreiben, damit das buchhalterisch auch passt. Und dann fügen wir die Transaktion erstmal hinzu und du hast diese Kryptowährung, diese 10 ADA in das Staking gegeben. Das heißt, du machst dir am besten einfach einen neuen Trade auf und da kannst du dann persönlich hier einen Transfer nehmen, wenn du die Kryptowährung irgendwo anders hin transferierst, um diese dann zu staken. Ansonsten musst du normalerweise gar nicht angeben, dass du hier die Hälfte der Cardano ins Staking gegeben hast. Das ist im Endeffekt irrelevant. Wenn du es auf der gleichen Plattform stakest, dann zählen ja eigentlich nur die Rewards, die du hast, okay? Das heißt, die Staking-Boni, die du dann täglich bekommst, die musst du dann eben buchhalterisch erfassen. Aber normalerweise kannst du die auch einfach bei Coins eintragen gehen, dann auf Börsenimports und da siehst du per API, das heißt, da wird alles für dich selber erstellt. Da musst du eigentlich nichts mehr machen, nur noch mal ein bisschen abchecken. Das kannst du bei Binance machen, Crypto.com, Coinbase, Pro, FTX, Gate.io, also eigentlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene auch. Maxi hätten wir ebenfalls, OKX, also die meisten kannst du eben wählen, beispielsweise auch KuCoin oder Kraken und somit sollst du eigentlich gar keine Probleme haben. Und ansonsten schreibst du eben ganz einfach hin 5 ADA, gibst du hier ebenfalls ein, wählst Cardano aus, auch mal ganz wichtig, damit das System das dann besser zuordnen kann und dann eben böse Ausgang, böse Eingang, das heißt, wo geht die Kryptowährung aus von Maxi, klicken wir hier gleich an. Da haben wir das gleich vom System mit registriert und Börse-Eingang geben wir dann beispielsweise die Yori-Wallet an oder sonst wo du das eben staken möchtest. So, und dann kannst du einfach die Transaktion hinzufügen. Wenn du möchtest, kannst du noch die Transaktionsgebühr angeben. Somit bist du dann komplett korrekt. Hier wieder das richtige Datum eingeben und wichtig auch, dass der Transfer nach deinem Einkauf war, weil sonst ergibt es ja keinen Sinn. Und dann sind wir eigentlich hier auch schon fertig. Und dann kennzeichnet dir das System hier selber eine Ein- und Auszahlung. Eingezahlt wurden 5 ADA auf die Yori Wallet und die 5 ADA wurden eben von Maxi ausbezahlt. Und somit hast du alles safe. Denn Cointracking ist nicht nur zum Tracken gut, sondern eben auch für den Steuerreport. Das ist eigentlich somit das Must-Have in Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ist einfach so, du musst ganz genau tracken können und sagen können, okay, daher kommen meine Ein- und Ausgaben. Und das Finanzamt ist wirklich stark hinterher. Bei Kryptogewinn fragen die dreimal nach und du musst dich dann komplett ausweisen können. Und wenn du da einmal den Überblick verlierst, ist es nicht so gut. Deswegen meiner Meinung nach Cointracking sehr, sehr essentiell. Besonders im Vergleich zu anderen Plattformen ist das sehr günstig, aber dennoch gut zu handeln. Und genau deswegen habe ich versucht, hier so viel wie möglich auszuhelfen mit dem Step-by-Step-Guide. Die Common Problems, wie man die löst. Dann eben generelle Informationen zu dem Krypto-Staking und wie man dann den fertigen Steuerreport ready macht und die letzten Fehler behebt. Das heißt, wenn du den Steuerreport noch nicht ready gemacht hast, kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, lieber jetzt als später. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es viel, viel einfacher, dieses Gute beizubehalten und immer mal ab und zu was einzutragen, als das irgendwie für die letzten 2-3 Jahre ready zu machen. Plus unten in der Videobeschreibung findest du natürlich auch einen Link und somit kannst du dir lebenslang 10% auf alle Modelle sparen. Deswegen abchecken lohnt sich. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit dem FAQ. Ich hoffe, ich konnte euch hier auch weiterhelfen. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare für das nächste FAQ, denn ich nehme die Kommentare meistens von den YouTube-Videos. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's von meiner Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, peace out.